Ну, взагалі-то я дуже рада, що ми сюди прибули всією командою, зуміли зберегти команду, але я не можу сказати, якщо чесно, що для мене зараз футбол в пріоритеті. Для мене в пріоритеті зараз мир на нашій землі, тому що і від цього безпосередньо залежить продовження діяльності нашого клубу. Але знаходитись тут в безпеці, коли твої рідні знаходяться під обстрілами, дуже складно, тому що не одну ніч ми не спали, тому що дуже хвилювалися за наших рідних. Вони на зв'язку, вони ховаються у бомбосховища. На жаль, літають ракети, лунає сирена, тому ночі в них неспокійні. Так само вони неспокійні у нас. Also im Vergleich zu den Gesichtern, die ich jetzt sehe, war die Gesichter am ersten Tag absolut katastrophal. Also das sah, ich habe die Frauen abgeholt, die sind vom Bus ausgestiegen, und da habe ich gesehen, dass die Frauen einfach Angst haben, dass die Frauen traurig sind, dass die Frauen jemanden vermissen. Manche haben geweint, da sind Mütter mit kleinen Babys rausgekommen. Und nach allen guten Erlebnissen, die wir jetzt hier in Deutschland hatten, sieht man endlich ein Lächeln im Gesicht. Martin ist ja da, oder? Ja. Die Geschichten, die ich auch nur ansatzweise gehört habe von einer mehrtägigen Flucht durch den Bombenhagel und mit mehreren Aufenthalten im Luftschutzbunker, rechtfertigt natürlich auch, dass die wahrscheinlich jetzt glücklichen Momente vielleicht doch erstmal nur Momentaufnahmen sind. Ne? Und die Familien sind noch da drüben, Freunde, Ehemänner. Einfach ist und wird das sicherlich nicht in der nächsten Zeit für die Frauen. Ja.